Hi Leute und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ich habe gerade zwei Gegner-Forts geklärt, damit wir Gold bekommen, damit ich mein letztes Schwert-Upgrade machen kann. Und das werde ich mir dann nachher auch gleich holen. Das ist nicht möglich, oder? Sir. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Ausbalanciert, scharf und tödlich. Hierfür bräuchten wir noch ein bisschen Eisen, aber da wir jetzt wohl so oder so ins Ende hingehen, bräuchte ich das glaube ich nicht mehr. Wir gehen nochmal zum Fallensteller unten runter. Ich verarbeite Metall, Holz und Stoff. Ich habe Waren aller Art. Nur das Beste für euch. Eines Samurai würdig. Okay, ausgerüstet sind wir. Das heißt, wir können die Main-Quest weitermachen. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen. Und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Ich habe auch ein bisschen Zeug gesammelt für die Rüstung, aber ich weiß nicht, ob ich die auf die letzte Stufe bekomme. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Ist ja auch irgendwo eine Grille. Also dieser goldene Käfig. Scheint nicht so. Reicht. Okay, bei den Vorräten war ich mir nicht sicher, ob die reichen würden. Könnten wir also auf die letzte Stufe bringen. Warum sollte der Khan hier raufkommen? Er will zum Festland segeln und es überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Taten wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Ich wollte den Khan unbedingt aufhalten. Du konntest nicht wissen, dass er von dir lernt. Es war dennoch riskant. Jetzt leidet unser Volk vielleicht noch mehr. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Wir brauchen die Gelben. Das Gift ist... war ganz cool. Aber dieses Verwirrung ist viel geiler zum Angucken. Ich habe dieses Verwirrungsding nämlich auf einen, mit der so eine Kanone... Aber wir könnten über hatte gemacht und hinten durch. Und der hat so viele von seinen eigenen Männern damit erledigt.
Ich bin der Geist, ihr seht mich nicht. Ich bin der Geist, ihr seht mich nicht. Okay. Ich wollte was ausprobieren, was ich gesehen hatte. Wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe nicht gesehen, dass eine ein mit diesem dieser Mondkampfhaltung mit dieser Drehung wo umgehauen hat. Aber anscheinend geht das nicht, wenn das, wenn er auf einer Klippe oder sowas steht. Ach, jetzt kommst du uns entgegen, willst du mich verarschen? Bleib doch einfach mit dem Rücken von mir wegstehen, das kann doch wohl nicht. Vorne kommen wir nicht rein. Aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Vorne kommen wir nicht rein. Aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. So, für den Notfall haben wir den Geist. Schrei bitte leise, danke. Naja, geht mal gucken.
Nee, nee, nix Samurai. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Seh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er den Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Ich gehe vor und mache alles alleine. Mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen, nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Khotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Ich sehe jetzt schon brennende Schiffe vor mir. Finde ich gut. Den muss doch kalt sein. An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Zu eurem Schutz. Bis bald. Mit Stolz helfe ich einem wahren Krieger. Wie viele Pferde brachten die Mongolen wohl auf ihren Schiffen mit? Ich habe gute Neuigkeiten. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang,
aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Langweilig. Jetzt müssen wir wieder da zurück, Alter. Ich wollte Boote anzünden, in die Luft jagen. Mongolen verhauen. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ich krieg ein ordentliches Pferd? Okay. Da bin ich dabei. Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Loot. So, jetzt. Das sind doch... Ist das das, was man auch zum Anfang aussehen konnte? Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Kase, schnell wie der Wind. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Ich muss von der anderen Seite kommen, damit ich den Questmarker aktiviere. Ich glaub's nicht. Ich dachte, ich gehe einfach von vorne rein. Nein. Darf ich du nicht? Jin, warum seid ihr weggelaufen? Ich wollte einen Aal fürs Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jin, kommt hier. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer. Ja, dann hat er mir eine Ohrfeige gegeben und mich eingesperrt. Klippenwand beobachten sie nicht. Kälter als letztes Mal. Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach euch. Hör,
Wenn ich die Wachen angreife, haben die Recht, die mich Monster nennen. Offenbar hält Fürst Shimura später eine Rede vor dem Hauptgebäude. Er will die Männer versammeln. Vielleicht marschieren wir endlich gegen den Khan. Oh, machen wir es genauso, wie wir es für den Khan vertrieben haben? Ja, ne? Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen oder dafür sorgen, dass mich niemand sieht. Ja, geh auf den Stein. Steine sind nicht real und Wasser anscheinend auch nicht. Müssen wir was gucken. Darüber, darunter, darum, darauf. Okay, Spiel sagt mir, da geht's nicht lang. Spiel sagt, ich muss jemanden töten, damit ich hier durch kann. Kann ich hier kein Dings ranwerfen? Doch, oder? Doch, haha. Ah, guck mal, jetzt haben sie die Kabel weggemacht, die wir beim letzten Mal benutzt haben. Was alle
Jeder erwartet, die es wagen, uns herauszufordern. Wir erinnern unser Volk daran, wer seine Beschützer sind. Kein unehrenhafter Geist, der Schrecken verbreitet, sondern noble Lehrer, die den wahren Geist unserer Freiheit bekommen. Bittet unsere Götter um Stärke und Mut. Ich sehe euch alle auf dem Schlachtfeld. Ich habe etwas gehört. Wohin? Kann ich nicht. Verdammt. Genug gesucht. Gesucht. Was war das? Mal sehen. Also. Wahrscheinlich nur ein Tier. Genug gesucht. Ah ja. Onkel, er darf mich nicht sehen. Wir hätten diese Rede gemeinsam halten sollen. Verdammt, Jin. Geräusch. Schauen wir nach. Ich dachte, ich hätte was gehört. Keine Zeit für Schwäche. Ich gehe einfach hinterher. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich hinaufschleichen. Wie will er? Bemerken die mich nicht? Die Mongolen wurden beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst Sa- der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Um den Geist kümmern wir uns, wenn wir die Mongolen besiegen.
Ist da jemand? Na los! Er muss meine Nachricht gut sehen können. Er ist hier! Wachen! Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gingen. Was auch immer ihr von mir haltet, ich werde immer eure Familie sein. Hier! Schnell, Kase! Wo warst du so lange? Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früh an. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Optional. Hallo? Optional heißt für mich, ich muss das nicht machen. Und nicht hier alle vier markiert, sprich nochmal mit allen. Fürst Sakai,
Gut, dass der Zedern-Tempel an unserer Seite ist. Solche Ehre würde ich nie für mich beanspruchen. Ich weiß. Deshalb verdient ihr es auch, mein Freund. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Ich will nur unser Zuhause zurück. Was ist denn daran optional, wenn ich das machen muss, ey? Stress rauslassen. Wie kann ich euch helfen? Den Fall der Fälle, dass wir welche vergiften müssen. Leb wohl. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist erschütternd. Aber mehr noch, es ist grausam. Ich besuchte diesen Schrein regelmäßig beim Vollmond. Jin. Masako, ihr seid tatsächlich da. Ich sagte, ich komme, wenn ihr mich braucht. Aber der Khan muss sterben. Er ermordete meinen Gemahl und seine Männer töteten meine Söhne. Ich bringe ihnen ihre gerechte Strafe. Dabei unterstütze ich euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Helft mir, mein Herr! Sakai! Es ist gut, euren Bogen dabei zu haben, Sensei. Ich gab euch mein Wort. Ihr habt mir weit mehr gegeben. Werdet nicht sentimental, Sakai. Jawohl, Sensei. Bereitet euch nun auf morgen vor. Ich bereite mich mein ganzes Leben vor. Ein Tag mehr bedeutet da nichts. Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit wegsegeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiterzukämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Ruh dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Im Schnee, in der Kälte, im Sturm, genau.
Es ist soweit. Wir müssen den Khan vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Geht. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt! Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Das ist für meine Söhne! Gebt hinten Acht, Masako! Lasst sie nicht hinter uns! Greifen wir sie an! Vorwärts! Ha! Der Mongolen da oben! Auf sie! Sonst setzen sie uns fest! Drängt sie zurück! Tötet sie alle! Okay, der eine läuft wieder weg. Nix unter versteckt. Schade. Unser Plan ging auf. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Mein Herr, einen guten Tag. Ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Okay, und ob wir den Khan besiegen, sehen wir im nächsten Part. Ciao, Leute.